So, es wird weiter angeboxt hier. Hier ist heute der Marathon des Unboxings. Wieder ein dickes Paket, eigentlich kannst du sagen, guck dich das an. Fingertechnisch, ne? Beziehungsweise Cuttermessertechnisch. Es ist jetzt nicht gerade super klein, aber es ist auch nicht. Und man kann hier mal direkt drauf filmen. Es ist vom 3.11.23. Also wirklich alles Pakete hier gerade von, ja, vom vorigen Jahr. Juti! So, und ab geht da der Peter. Cuttermesser ist zur Stelle, ihr wisstet, es wird nie krank, es kriegt keine Kinder. Das Cuttermesser ist immer arbeitsbereit und arbeitswillig vor allen Dingen. Ohne Bezahlung vor allen Dingen. So, das wünscht sich doch jeder Arbeitgeber. In dem Fall bin ich sein Arbeitgeber. Aber man muss es natürlich auch pflegen und hegen. Und mein Cuttermesser braucht wieder mal neue Klingen, weil ihr seht es hier, da ist eigentlich schon zu Ende. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal demnächst losgehen und mir neue Klingen besorgen. Ich bin gespannt, was jetzt hier drin ist, ob das wieder Figuren sind oder ob das ein Auto ist. Ich hoffe mal wirklich ein Auto. Ha! Juhu! Es sind zwei Karren, ihr lieben Freunde. Juhu! Geil! Gucke da, gucke da, gucke, gucke. Ach, und das ist die alte Kiste. Auf jeden! Kickt euch das an. Hier muss man natürlich gleich dazu sagen, ich habe den schon. Ja. Aber das war hier auch so super günstig. Da konnte ich nicht nein sagen und musste ihn nochmal holen. So, hier Packpapier. Zack, Kiste ist leer. Geile Nummer. So wollen wir das haben. Schnell, zügig und knackig. Und wir packen das zusammen gleich aus. Boah, ihr seht schon. Kickt mal, was das hier ist. Hallo, Kamera. Mann! Stockkamera, ey. Das ist ja auch besch. Entschuldigung, ihr lieben Freunde. Ja, man sieht nichts. Okay. So. Das kommt mir hier ziemlich komisch vor. Ist das Plaste oder was? Wir packen das zusammen gleich aus. Tatsächlich, ist ein Plasterauto. Oh, da habe ich mich natürlich denn verrechnet, würde ich sagen, weil. Ja, der Typ hat mich dann auch, würde ich mal sagen, ein bisschen verarscht. Oder ich habe ihn nicht gefragt, ist das Plaste? Ja, sollte man immer machen, wenn man denkt, es ist Plaste. Das sah auf jeden Fall nicht aus wie Plaste. Ich kann mich aber auch irren. Oh, die Räder sind auch hier nicht rollbar. Das ist fest. Es ist ein Plastemodell und sowas ist eigentlich, naja, so ein Ding für sich, ne? Boah, ich weiß jetzt, oh ja, nicht mehr. Hier liegt auch noch was. Krass. Das ist bestimmt vom Innenraum hier irgendwie. Ja, und da fängt es nämlich schon an, ihr seht's. Ja, und hier liegt auch noch was. Schissel. Das ist natürlich Schissel, sowas. Krass, das ist das Teil von der Seite hier. Das ist eben der Mist bei diesen Plastemodellbauern oder überhaupt Plastemodell. Irgendwann löst sich der Scheiß ab. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist so. Besprüht hat er das auch, weiß ich nicht, naja. Jo, wie gesagt, jetzt muss ich kurz mal. Ja, das interessiert euch ja nicht, weil das ist ja eh in einem Schwung hier. Aber das Akku war eben leer, ne? Das ist das Ding. Beim Unboxing dauert es eben ein bisschen länger. Die Karre ist richtig vergilbt. Und dann kann man das jetzt hier mal wirklich auch mal wegpacken, diesen Plastescheiß. Oh, ihr seht, ich habe die Kamera hier, beziehungsweise das Handy immer noch am Kabel dran, ne? Das sind die beiden Teile, die ich jetzt ausgepackt habe und wollte jetzt kurz mal auf diesen Ford Shelby eingehen, was ja cool ist. Hier vorne steht schön Shelby, aber dieser Typ hat hier, ich weiß nicht, was er benutzt hat, Blattgold, keine Ahnung, was das ist. Ich denke mal eher nicht. Es wird irgendein Aufkleberzeug sein, was sich hier eben voll ablöst. Ja, das habe ich auf den Fotos auf jeden Fall nicht gesehen. Man muss aber dazu ganz klar nochmal sagen, ich glaube, weil hier können wir wirklich den Preis einfach mal sagen, warum nicht. Ich glaube, ich habe hier 10 € bezahlt, mit Versand inklusive. Also kannst du da ausrechnen, was du ungefähr bezahlt hast. Aber das Ding ist, ja, so ein Plastemodell will man eigentlich nicht haben. Ich jedenfalls nicht. Wobei hier eine Menge Arbeit und Zeit drinnen steckt. Ja, das kriegt derjenige leider nicht bezahlt in dem Sinne. Wo ja viele denken, oh ja, mein Plastemodell ist hier ein Haufen Geld wert. Aber ist eben nicht so.
Vor allen Dingen, weil es irgendwann eben auseinanderfällt. Des Weiteren muss man hier mal bemängeln, hat er ganz schön rumgesuppt mit einem Kleber oder so, ganz schön rumgeschmiert. Der Lack ist auch nicht toll, sondern es sieht komisch aus, ehrlich. Also das Ding kannst du dir höchstens irgendwie hinstellen. Vom Weiten sieht er ganz gut aus. Was schön ist, dass der Motorraum hier aufgeht. Ja, dass man hier reingucken kann, das ist schon cool. Aber es nützt nicht viel, wenn das irgendwann auseinanderfällt. Ihr habt es ja gesehen, diese eine Stange da ist mir entgegengekommen. Hier dieses Teil, was dieses Seitenlüftungsding da ist oder was es ist. Ja. Und man sieht aber auch da nochmal den Lack. Ja, weiß ich nicht. Hat er das mit einer Rolle gemacht oder was? Ich glaube ja. Oder schlechte Sprühdose. Keine Ahnung. Rollen tut die Karre, wie gesagt, auch nicht. Man kann froh sein, dass hier alles noch irgendwie fest ist. Weil das wird irgendwann auseinanderfallen, ganz klar. Ich kenne mich aus mit diesen Plastemodellen. Ich habe früher einige gekauft, weil ich dachte, geil, geil, geil. Man muss aber dazu sagen, es gibt einige Plastemodelle, die wirklich ja, selten sind. Ich will nicht sagen Nissan, aber ja, ist eben so. Die sind auch teuer, also als Bausatz. Ne? Und ja, wer sich da die Zeit für nimmt und sowas zusammenbaut, meinen größten Respekt, ich würde es nicht machen. Und wie gesagt, aus dem Grund schon alleine, weil es irgendwann auseinanderfällt. Ja? Je nach Raumtemperatur fällt es schneller oder auch weniger schnell auseinander. Das ist eben so. Oder auch im Sommer. Wenn du so ein Ding am Fenster stehen hast irgendwo oder an der Heizung, ist natürlich klar, dass das auseinanderfällt. Ne? Das ist ganz, ganz logisch. So, was hier, was er schön gemacht hat, sind diese kleinen Schilder da. Hallo. Oh Mann. Das ist ja nicht schlecht, ja. Aber diese Aufkleber da, dieses goldene, ihr seht es ja selber, das ist einfach, naja, ich weiß nicht. Und somit ist das Modell auch für mich eigentlich, hat das keinen Sinn so wirklich. Ich meine, gut, wenn es so dasteht, kann man eventuell noch ein Auge zudrücken. Was der Vorteil ist bei diesen Plastemodellen, dass wenn du schlechte Wände hast, ja, und da, ja, die Regale praktisch von der Wand fallen, weil zu schweres Zeug draufstellst, sind Plastemodelle natürlich ideal. Ja, das mal dazu. Aber sonst hat das für mich keinen Sinn, keinen Zweck, keine Verwendung eigentlich. Wie ich schon gesagt habe, es fällt irgendwann alles auseinander. Man kann ja hier nochmal kurz reinfilmen, weil das Licht ist ja eigentlich ganz gut. Das hat er wirklich schön gemacht, hier auch den Lenker da bemalert. Ja, er hat das schön alles reingeklebt, alles eigentlich cool gemacht. Ey, nichts gegen diese Arbeit. Wie gesagt, ich weiß, wie viel Arbeit in sowas steckt. Das ist schon heftig. Und für den Preis, das abzugeben, ist natürlich auch ein Witz. Jetzt für ihn. Aber der wollte das einfach auch nur loswerden. Für mich war wichtig, ich merke gerade, ich quatsch wieder zu viel. Meine Güte. Könnt ihr mich nicht mal aufhalten? Für mich war die Karre wichtig. Und hier weiß ich auch noch, da habe ich ihn gefragt, ist hier alles in Ordnung? Geht hier alles auf? Sind die Räder dran? Ist alles noch in Taco? Und das war's. Das hat er auch geschrieben. Und darum ging es mir eigentlich. Weil wie gesagt, für so einen günstigen Preis letztendlich kriegst du das nicht. So eine Karre hier kostet alleine schon 10 Euro, wenn du Glück hast. Und da musst du aber den Versand auch noch mit reinrechnen. Deswegen, wie gesagt, ich habe hier insgesamt, glaube ich, 10 Euro nur bezahlt. Für beide Karren mit Versand. Und hier habe ich jetzt eben endgültig vor, weil der ist so vergilbt, ihr seht es ja, eigentlich voll eklig. Der stand in der Kneipe oder bei einem guten Raucher, sage ich mal. Also so viel rauch ich nicht mal. Ja, das merke ich immer, weil meine Karren sehen nicht so aus. Gut, es sind hier Aufkleber, keine Ahnung, vielleicht zieht es das mehr an. Was man hier gleich mal bemängeln muss, der Typ, der das hier raufgeklebt hat, voll schief, ja, erstmal schon mal eine Rüge. Was ist das? Oh, warum kann man sowas machen? Kann aber auch ein Kind gewesen sein, ja? Also von daher kann man da jetzt ja auch nicht denn meckern. Wenn Kinder daran Spaß haben, und dafür war es ja mal ursprünglich da und nicht für uns Sammler, sage ich ja immer wieder, das Martini-Zeichen auch schräg, ihr seht's, einfach nur schlecht. So, ja, das vorne hier, das auch schräg. Ach du je. Glück gehabt, dass er das wenigstens gerade hingekriegt hat. Guter Junge. Nee, das kommt auf jeden Fall alles ab. Da muss ich aber auch noch gucken, wie kriege ich das wirklich problemlos irgendwie abgelöst. Man kann ja hier mal kurz mal probieren. Ich schätze mal, das
fällt einem schon entgegen, denn... Ja, nee, da geht nichts ab. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Lunch, ja. Türen gehen auf. Das waren früher die Modelle, glaube ich, die man eben zusammenbauen konnte. Beziehungsweise dann auch eben die Aufkleber raufmachen konnte, wie man will. Ne? Sieht man ja hier, schräg und schief. Nein, ich meine nur, du hättest auch die Aufkleber weglassen können. Ich habe ja ein Modell davon in schwarz. Da hat sich der Typ eben entschieden, die Aufkleber wegzulassen. Und das fand ich voll geil. Deswegen habe ich ihn gekauft. Und ich weiß ja noch, damals habe ich für den schwarzen, glaube ich, auch 10 Euro bezahlt. Mit Versand irgendwie so. Wir haben uns, glaube ich, auf 13 Euro oder so geeinigt. Und das ist auch immer so der Normalpreis eigentlich für sowas. Auch mal gerne mal teurer, aber wie gesagt, günstiger kriegst du das eigentlich nicht. Und hier muss man wirklich sagen, die Lampen sind alle da. Hier ist nichts kaputt. Das ist alles eigentlich in Taco. Die Scheiben sind vor allen Dingen alle gut. Ja, verdreckt sind sie, verrucht. Aber hier ist kein Kratzer. Ja, minimal, zwei kleine Mini-Kratzer. Aber im Gegensatz zu meinen anderen Modellen, die wirklich von außen top aussehen, also wirklich auch noch weiß und schön, ist das hier eins von denen, wo die Scheiben wirklich top sind. Und ich glaube, das habe ich denen auch gefragt, weil das sollte man öfter mal wirklich machen, wenn man das kauft. Der meinte, ja, da ist alles top und ich sehe keinen Kratzer. Und ja, damit war für mich die Sache eigentlich ja so gut wie... man sieht aber hier, guck mal, hinten rollt das gar nicht. Hinten rollt das Rad nicht. Was ist hier los? Da ist vielleicht festgedengelt. Das rollt zwar, aber es muss auch nicht rollen, sagen wir mal ganz ehrlich. Weil der bekommt auch neue Räder auf jeden Fall. Also wenn ich den schon umbaue, dann bekommt er auch neue Räder. Wird aber wahrscheinlich... Also ich weiß es jetzt nicht genau, das ist ja dann immer spontan. Mann, ihr quatscht so lange. Ich habe die Idee gehabt, in Weiß ihn einfach zu lassen. Aber ich habe ja so schöne Lackfarben, ja, schöne Sprühdosen. Man könnte den verschiedenste Farben geben. Ja, ich habe hier so geilen Chrom-Metallic-Lack. Verschiedenste Töne. Wo ich halt dann auch denke, ja, vielleicht gebt mal ihn mal schön mal so einen Ton mit. Ihr seht, vorne geht auf jeden Fall diese Lenkung auch noch. Das geht meistens auch manchmal nicht mehr. Es ist ein Burago-Modell, wie gesagt, ein Lancia Delta S4. Eigentlich sehr bekannte Karren. Hat eigentlich jeder gehabt damals, außer ich. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich so verrückt auf diese Dinger. Und ich habe jetzt, glaube ich, in meiner Sammlung, Moment mal, ich muss so einfach rüber gucken. Drei, also ich habe den roten, ich habe den schwarzen und den weißen und ich habe den weißen aber nochmal in einer besseren Qualität wie diese Aufkleber und den wollte ich auch schon umbauen und bin aber noch nicht dazu gekommen. Und weil ich das aber irgendwie gar nicht mehr im Kopf hatte, habe ich hier einfach gedacht, ja, kauf ihn einfach nochmal zwecks einen anderen Umbau eben, ja. Also wie gesagt, entweder Reifenwechsel, andere Farbe, aber ich will auf jeden Fall einen von den zweien will ich in Weiß lassen. Ja, und die Originale bleiben natürlich im Original. Das ist ja klar. Also habe ich jetzt zwei von denen, die ich umbauen kann. Und das ist geil. Yeah. So, zu diesem komischen Ford. Der kann Ford. Keine Ahnung. So, das war zu diesem Unboxing auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich mache jetzt auch nicht mehr lange, weil, wie gesagt... ist schon viel zu lange. Zwei neue Autos in der Sammlung, geile Sache. Mal gucken, was damit passiert. Ich sage, reingehauen, schön mit Öl, macht es gut, viel Spaß bei dem Video. Peace and you, I'm out.